Also ich würde sagen, this bubble is German. With all its pros and cons, I think. I would say it's dependable. You can depend on it. Your turn. I mean, I think the German thing covers so much. It does. It covers dependable, it covers seriousness. Yeah, I know. It's seriousness, thoroughness, but also slightly... Dry? Slightly sort of, not quite humorless, but serious, I guess. It's quite, but serious in the positive, positive sense, I think. And what I value on it is more or less what you said, actually, is the analysis of projects taken seriously. Not too many photographs, more text, really quite a serious look at contemporary and past architecture in a critical way. I think a lot of magazines today, in comparison, you can just see the difference because they emphasize the image, the image, the image, whether it's a rendering or a real photograph of a real project. But I appreciate the seriousness of the reportage in Bauwelt and enjoy it. Es ist eigentlich im Grunde genommen wie so eine Art von Nachschlagwerk, wie so eine Enzyklopädie, die man im Schrank hat, weil eigentlich mehr oder weniger alle Projekte, die irgendwie wichtig sind, da drin erfasst werden. Und sie werden in einer Art und Weise erfasst, die auch brauchbar ist. Das heißt also, die Grundrisse, die Schnitte sind alle da, also jedenfalls die, die man braucht, auch Ansichten und so weiter, die sind im Maßstab, man kann die kann da zur Not was rausmessen oder vergrößern, verkleinern, wenn man möchte und so weiter und so fort. Die Informationen sind in der Regel da. Hi Luca! See you later! Und das ist einfach ein brauchbares, es ist ein Werkzeug. Ne? Und ich meine, wenn ich mir was wünschen könnte, dann würde ich mir eigentlich wünschen, dass der Diskurs noch stärker aufgenommen werden würde. Ich weiß, dass das wahnsinnig schwierig ist mit 3 Redakteuren oder 4 oder 5, ich weiß nicht, wie viele es sind, aber jedenfalls relativ wenig im Verhältnis zu dem Umfang des Textes und der Seiten, die da gemacht werden müssen, das aufrechtzuerhalten. Aber ich meine, die Stadtbauwelt zum Beispiel war so ein Thema, wo immer mal wieder so bestimmte Themen aufgegriffen werden anhand bestimmter Städte. Vielleicht ist das ein Weg, weiß ich nicht genau, aber ich denke, man muss schon sich überlegen, was jetzt eigentlich genau die Dinge sind, die das Magazin kann, was das Internet nicht auch kann, um sozusagen sich die Nische zu suchen. I mean, I think the new layout has done a great deal for it. I think it's become, I mean, in terms of looks, atmospherically, it's become much more open in a way, more enjoyable, I think, than it used to be, and without going overboard.